Wir sind ja mit der Steffi, Cutwoman, und mit ihrem Mann, ja, dem Cutman, ja, dem Benny. Gib doch mal den Fans ein bisschen so die, ja, die Expertise von euch. Was habt ihr überhaupt zu tun? Wann habt ihr das zu tun? Ihr seid ja schon recht früh da am Event, müsst das Ganze abchecken, ihr tappt die Kämpfer. Was habt ihr sonst noch so für Aufgaben? Also hauptsächlich sind wir relativ früh da vor allen eigentlich und bereiten schon mal die Tape-Station im Prinzip vor, bereiten unsere Tische am Cage vor, unsere ganzen Materialien, wo wir einfach brauchen. Wenn das alles vorbereitet ist, dann geht es eigentlich weiter mit Tapen und das ist dann eigentlich auch Two-Show durch. Also es ist eigentlich immer jemand hinten, der dann für die Kämpfer noch da ist, und zwei sind dann am Cage. Okay, bereitet ihr das dann schon vor? Wie muss man sich die Organisation vorstellen? Da gibt es ja bestimmt auch immer Sonderwünsche für jeden einzelnen Kämpfer. Oder habt ihr da eure Routine, wo ihr sagt, nee, jetzt zieht das ganz durch, das ist immer derselbe Plan, da gibt es einen Ablauf? Also bei den deutschen Veranstaltungen ist immer derselbe Plan. Da haben wir unser Ding einfach, das wir durchziehen. Jetzt bei den tschechischen Veranstaltungen, da gibt es schon ein bisschen strengeren Plan, an den wir uns dann halten, aber... Okay, das ist dann von Promotion zu Promotion unterschiedlich. Das heißt, was ist da der Unterschied? Also in der Bandagierung selber dann? Oder was müssen wir uns darunter vorstellen? Eigentlich nur im Ablauf. Im Ablauf, okay. Genau. Also das heißt, der zeitliche Ablauf, die Organisation hinten dran und wahrscheinlich auch spielt es eine Rolle, wie viele Kämpfer es sind, schätze ich mal, oder? Ja. Okay, ja, ein interessantes Thema. Ich glaube, das wird auch zu wenig wertgeschätzt, weil man euch eigentlich fast gar nicht sieht, ja. Oder sagt ihr, ihr kommt ja auch von der GEMAF, ja. Seid ihr gestellt, oder? Also das ist alles offiziell und das kann man auch auf GEMAF.de angucken, was die Leute da so machen. Und ich hoffe, wir sehen uns auf dem einen oder anderen Event nochmal. Und danke für eure Arbeit, was sehr wichtig ist. Und ohne das auch nicht gehen würde im Sport, safety first an dieser Stelle. Und vielen Dank an dich und an deinen Mann natürlich, der scheu hinter der Kamera steht heute. Genau. Vielen Dank.